Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Hier ist wieder Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Ich begrüße alle Abonnenten, die jetzt doch ein bisschen gewartet haben. Warte, ich kann ja mal ganz kurz auf meinen Kalender schauen. Der 10. März war es, also gut 2 Monate ist es her, dass wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Max, ich heiße dich wieder herzlich willkommen. In meiner eigenen Bude. Ich heiße mich herzlich willkommen in deinem Garten. Sitzen hier am großen Gartentisch. Das sind mindestens 2 Meter, die wir uns gegenüber sitzen. Ich muss immer das Mikrofon so ein bisschen rüberhalten jetzt. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ja, also am 10. März war das letzte Mal. Wir beide hatten noch eine Instagram-Live-Geschichte, als es ganz krass war, als wir wirklich uns gar nicht rausgewagt haben, nur zum Einkaufen. Da haben wir dann gesagt, machen wir mal Instagram-Live. Zählt aber eigentlich nicht. Und jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir uns wieder unterhalten, denn die Bundesliga geht wieder los. Yippie. Darf man Yippie sagen? Sagst du Yippie? Naja, da kommen wir jetzt gleich dazu, wer sich freut und wer nicht. Wir haben auch heute wieder einen sehr kompetenten Gast, nämlich Tom Scharnagel, unseren Kollegen von ATV. Grüß dich und von Hitradio RT1 natürlich. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Warte, ich muss das Mikro ein bisschen hinhalten, du bist so weit weg. Mich hat der 10. März so geflasht, dieser Podcast, den wir da zusammen aufgezeichnet haben, als wir über Heiko Herrlich gesprochen haben, als wir das Beppo-Prinzip erklärt haben und alles, was wir da getan haben, das hat mich so gefreut, dass wir das zusammen machen durften. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir wieder zusammen sitzen dürfen und über Fußball reden. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ja, und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Und du hast es gerade gesagt, das Beppo-Prinzip. Wer es nicht weiß, hört sich bitte im Archiv die letzte Folge an. Sehr interessant. Für unsere Verhältnisse relativ lang geworden. Ja, waren, glaube ich, fast 1 Stunde, 55 Minuten. Ich habe Gott sei Dank, wegen dem hohen Alter, das mich auszeichnet, schon wieder vergessen, was das Beppo-Prinzip ist. Ich höre es mir auf jeden Fall auch nochmal an, so viel ist sicher. Kommen wir zur aktuellen Lage und deswegen sitzen wir ja hier und viele, viele Wochen sind jetzt vergangen. Gefühlt ist es eine Ewigkeit. Das letzte Spiel des FC Augsburg. Weiß noch jemand von euch, wer es bestritten hat? Wir gegen... Was war es denn? Ich weiß es. Weißt du es? Ja, es war gegen den FC Bayern mit Verlauf. Ach ja, und natürlich. Man hat ganz oft jetzt auch, wenn man von Bayern-Spielern mit den ganzen Wechseln, die anstehen und mit den Verlängerungen, immer wieder dieses Bayern-Trikot gesehen. Die hatten da ihr 800-jähriges Jubiläum gefeiert und deswegen so ein rot-weißes Trikot angehabt, das ich sehr, sehr hässlich fand. Und das habe ich sehr oft gesehen und musste dann immer dran denken, dass wir da auch fast was holen hätten können, wenn es nicht so blöd gelaufen wäre. Und dann war Trainer Schmidt weg und dann kam Heiko Herrlich und es sollte eigentlich am Sonntag das Heimspiel gegen Wolfsburg anstehen. Ja, wir spielen, es sind Geisterspiele, paar Tage später. Nein, es gibt gar keine Fußball-Bundesliga mehr. Währenddessen hat die Deutsche Eishockeyliga schon gesagt, das war's für uns, mittlerweile gibt's kein Handball mehr. In Frankreich ist Tuchel Meister geworden, weil die auch die Saison abgesagt haben. Paul Verhaag hat sein Karriereende leider sehr, sehr, sehr mies feiern dürfen. Auch in Holland ist alles abgesagt worden. Belgien, alle sind betroffen. Ja, und jetzt kommt die Frage der Fragen. Deutschland spielt so ziemlich als einziges Land. Richtige Entscheidung? Ja, nein, es gibt ja eigentlich nur 2 Meinungen. Oder gibt es da doch noch eine dritte, weil man es erklären muss? Ich bin da sehr, sehr gespalten. Und werde das dann wahrscheinlich in den nächsten Minuten auch noch mit euch ausführen, warum wir vielleicht alle auch gespalten sind. Ja. Auf der einen Seite ist es schön, Fußball sehen zu können. Das erhält meinen Alltag. Die Umstände, von denen kann ich mich nicht lösen. Und die Art und Weise, wie Fußball wieder gespielt wird, hat Begleitumstände, die nicht ganz einfach sind, wenn wir es gesamtgesellschaftlich betrachten. Und ich finde, der Fußball geht jetzt einen Weg, der durch die Gesellschaft in gewisser Weise auch wieder legitimiert werden muss. Also der Fußball muss sich sehr bemühen, in dieser Zeit ein Vorbild zu sein für alle. Und wenn wir in den letzten Monaten und Jahren vom Fußball, finde ich, eines nicht zwingend behaupten konnten, dann ist es, dass der Fußball eine Vorbildfunktion eingenommen hat für viele Bereiche des Lebens. Deshalb, ja, es ist ganz schön, wieder Fußball zu sehen, aber wir werden es ja gleich noch ausführlich debattieren. Es gibt viele Aspekte, bei denen man zumindest verhaltener reagieren darf. Okay, das war die Meinung von Tom. Jetzt kommt deine, Max.
Ja, gespalten bin ich natürlich auch. Also bei mir geht es ja auch wirtschaftlich mit meiner Sportbar drum, dass es irgendwie weitergehen muss. Bei der DFL ist das ganz genauso. Also diese Durchpeitschung der letzten Spieltage ist ja nichts anderes als dieses Konstrukt, diese Gesellschaftsform, die die DFL da geschaffen hat, zu retten. Weil wenn nur die Hälfte der Vereine die Grätsche machen würde, in der zweiten Liga ist es sicher mehr als die Hälfte, dann wäre das danach nicht mehr so wie vorher. Und deswegen ist das halt die einzige Möglichkeit für die DFL wieder zu starten, einfach deswegen, um die Millionen von den Fernsehgeldern zu retten. Und deswegen ist es denen jetzt auch egal, wie das funktioniert. Ich glaube auch noch nicht, dass das alles zu Ende gedacht ist. Es gibt da verschiedene Aspekte, die wir vielleicht nachher auch noch besprechen können. Mhm. Egal, ob es der Fairness-Charakter ist. Bremen zum Beispiel hat sich beschwert, es geht zu früh wieder los. Die durften viel später in ihrem Bundesland, in ihrem Stadtstaat anfangen zu trainieren, als es in anderen Bundesländern der Fall war. Dann wissen wir alle, wenn wir früher klein waren und wir hatten eine Grippe oder irgendwas, dann hat man gesagt, hey, bloß keinen Sport treiben. Wir wissen bis heute nicht, wie wird sich das gesundheitlich auf einen Spieler, der eventuell diesen bisher unerforschten Virus in sich trägt, wie wird sich das auf den auswirken, wenn er da Hochleistungssport betreibt. Und es gibt halt schon auch noch ein paar andere Aspekte, wie zum Beispiel dann irgendwann mal zweite, dritte Liga, gibt's Relegationsspiele. Die erste und zweite Liga fängt jetzt an. Die dritte Liga hat insgesamt zwei Spieltage mehr zu bestreiten, fängt erst später an. Wie soll das mit der Relegation dann funktionieren? Also auch der faire sportliche Wettbewerb muss natürlich ins Auge gefasst werden. Und das sind noch ein paar offene Fragen, finde ich. Das sehe ich fast genauso. Klar, sportlich gesehen und aus Gründen von viel Nachholbedarf freuen sich die meisten Fußballfans, glaube ich, schon, dass wieder gespielt wird. Ich bin aber der Meinung, sobald das erste Spiel angepfiffen wird oder man sich für eins entschieden hat, wird dann die bittere Realität kommen, ein Geisterspiel anzuschauen in der Bundesliga. Ohne Fans, ohne Stimmung, nur der Kommentator, vielleicht hustet mal einer oder schreit, geht drauf. Es wird, glaube ich, viele auch ein bisschen schockieren, glaubt ihr nicht? Ja, also es ist ja nicht das erste Bundesligaspiel. Das weiß ich schon, aber wenn halt alle Geisterspiele sind. Spiel Gladbach hat gespielt gegen irgendjemanden. Das war auf jeden Fall das erste und bisher einzige Geisterspiel der Bundesliga. Ich kann es nicht mehr sagen, war glaube ich ein Derby, könnte Köln gewesen sein. Und ich habe das damals, durfte man die Gaststätte noch öffnen, im Elfer gesehen mit 5 oder 10 begeisterten Zuschauern, wovon 3 dann gegangen sind, weil es ihnen echt nicht gefallen hat, weil es ist schon morbide. Also wenn man da irgendwie die leeren Ränge hinten dran sieht, ist es auf keinen Fall zu vergleichen mit dem normalen Fußballerlebnis. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, also ich freue mich drauf. Es ist auch wichtig für die Leute, vielleicht wissen sie es ja schon, dass der FCA nicht das Sonntagsspiel hat, wie es eigentlich gewesen wäre, sondern schon am Samstag um 15.30 Uhr gegen Wolfsburg anzutreten hat. Aber es ist schon eine komplett andere Geschichte. Das meine ich auch damit. Ich glaube, man wird schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt, wie gruselig das einfach im wahrsten Sinne des Wortes beim Geisterspiel ist. Und klar, ich verstehe aus wirtschaftlicher Sicht das absolut, dass die Vereine weiterspielen wollen. Müssen. Wir haben das ja schon oft auch gelesen, dass der FCA schon überleben kann, aber auch nicht unter allen Bedingungen. Und dann gibt es natürlich noch die gesellschaftliche Komponente, die man ja durchaus betrachten kann, auch wenn jetzt auch bei uns in Bayern doch sehr, sehr viel gelockert wurde, ohne zu wissen, was jetzt dann passiert, wenn sich Stand heute ab morgen am Freitag auch Familien untereinander wieder treffen dürfen. Das ist, glaube ich, auch deine große Sache, dass du da ein bisschen Bedenken hast, ne, Tom? Ich glaube einfach, dass Menschen, die in den letzten 8 Wochen in Deutschland gelebt haben und auf dieser Welt gelebt haben, mitbekommen haben, dass es sehr viel Wichtigeres gibt als Fußball. Und dass die Gesundheit der eigenen Familie, die eigene Gesundheit mal über allem steht. Und dass wir uns natürlich alle damit auseinandersetzen mussten, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen wollten und mussten. Und ich finde, es hat auch gut geklappt. Und ich bin auch sehr stolz darauf, wie wir das als Gesellschaft hinbekommen haben. Aber es gab von Tag 1 eigentlich dieser Corona-Krise an einen lauten Aufschrei der deutschen Fußballliga. Die haben das sehr früh erkannt, worauf das rausläuft. Und die haben sehr früh gesagt, 13 Vereine werden Probleme kriegen, und zwar richtige Probleme. Wir werden die Bundesliga nicht mehr so kennen, wie wir sie gekannt haben, wenn nicht gespielt wird. So. Und der Druck war von Anfang an auf diesem Thema wahnsinnig groß, auch auf die Politik wahnsinnig groß. Und es ist ein Millionen-Milliarden-Business,
eine Branche, die sich am Leben erhalten will. Und das ist das gute Recht dieser Branche. Und ich finde auch, dass die DFL einen guten Job macht. Und ich finde auch, dass Christian Seifert da einen sehr, sehr guten Job macht. Die Kommunikation der Deutschen Fußballliga ist sehr, sehr gut und sehr im Versuch, solidarisch zu wirken. Ich glaube nur, und das ist aber ein Gefühl, ich glaube nur, es kommt bei vielen schlicht anders an. Mhm. Es kommt nun mal so an, als ob das Großkapital eine Ausnahme hinbekommen hätte, dadurch, dass der Druck von Anfang an auch sehr hoch war und die Politik irgendwann vielleicht nicht mehr anders konnte. Und der Eindruck drängt sich halt auf. Und darüber, glaube ich, muss sich der Fußball Gedanken machen, wie er in den kommenden Wochen glaubhaft kommuniziert nach außen, dass alle Hygienevorschriften, alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und dass die Spieler und alle, die in diesem Business Geld verdienen, jetzt ihre Vorbildfunktion einnehmen. Das ist eine Chance, aber es ist gleichzeitig auch ein Risiko, von dem ich nicht weiß, auf welche Seite der Medaille das umschlägt. Es gab auch ein Hygiene- und Sicherheitskonzept oder wie auch immer das genau hieß, der Deutschen Fußballliga. Und weil du es gerade ansprichst, Vorbildfunktion, Bufzka, Facebook Live bei Hertha BSC Berlin. Ja, wir können eigentlich drüber lachen und es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Jeder, der in irgendeinem Fußballverein außerhalb von Hertha und wahrscheinlich auch bei Hertha arbeitet, muss sich ja gedacht haben, um Gottes Willen, was hat der gerade gemacht? Löschen bringt heutzutage nichts mehr. Wir wissen, es ist überall verfügbar. Selbst ein Live-Video, das verschwindet, ist nach wie vor zu finden. Viele Leute sind drauf aufgesprungen, haben es mitgeschnitten. Was soll man dazu sagen? Ich bin dann auch da gesessen und habe mir gedacht, das kann der doch jetzt nicht wirklich machen. Erst du denkst dir, ja gut, ist halt ein Kabinenvideo, ne? Und dann denkst du drüber nach, hä, abklatschen? Was macht der da am PC? Ja, Corona-Test und so weiter und so fort. Ich denke, ihr habt alle das Video gesehen. Max will schon ganz dringend was sagen. Ja, wir sprechen hier für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, über Salomon Kalou von Hertha BSC Berlin. Mhm. Ein Spieler, der ja schon aufgefallen ist bei früheren Gastspielen der Hertha in Augsburg. Da war der Erste, der in der Früh aus dem Hotel Drei Mohren rausgekommen ist und eine Zigarette durchgezogen hat vor der versammelten Maxstraße. Auch der Letzte, vor der ins Bett gegangen ist, der nochmal sich eine aufgebröselt hat. Und hat aber auch Tore für seinen Verein geschossen, Leistung gebracht. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass seit dem Wettskandal mit Robert Heutzer der Liga nie mehr so ein Bärendienst erwiesen worden ist. Und es wird auch lang dauern, bis es wieder soweit ist. Ich glaube wirklich, dass in allen 36 Erst- und Zweitligastädten dieser Republik die Verantwortlichen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, hey, wenn jemand sowas macht, macht er alles kaputt, wofür Tausende von Leuten irgendwie gearbeitet haben und sich Gedanken gemacht haben. Tom hat vorhin gesagt, mit der Solidarität der DFL, das stimmt. Unser FCA hat ja auch in den letzten 6 oder 8 Wochen ein beispielloses Solidaritätsprogramm abgeliefert hier mit ganz vielen verschiedenen Aktionen, bei dem der Einzelhandel und die Gastronomie unterstützt wurde, bei dem Pflegekräften Getränke zur Verfügung gestellt wurden. Es wurden von den Ultras vom FCA wurden für Einzelhändler Waren ausgeliefert. Die Augsburger Tafel kam durch den FCA wieder ins Rollen und es gibt da noch zig Beispiele dafür, was der Verein alles gemacht hat. Und dann kommt ein Vogel, der irgendwie mit so einem Video das alles kaputt macht, weil die beim FCA machen das ja auch mit Perspektive und überhören und sagen, jetzt hört mal zu, wir haben jetzt in den letzten Monaten oder Wochen alles versucht, um alles voranzubringen, jetzt seid doch solidarisch mit uns, schüttet nicht den Dreck über uns aus, weil wir da jetzt wieder spielen wollen. Ich glaube schon, dass die meisten Leute in der Branche sich sehr bewusst sind, was sie da für eine Verantwortung haben, aber gerade diese mit Millionen zugeschütteten Bundesliga-Profis haben halt dann oft durch das Geld auch die Sinne vernebelt und wissen nicht mehr so genau, worauf es im Leben ankommt. Und das ist auch das, was ich Tom gerade vorhin sagen habe, hören. Die Chance jetzt für die Jungs selber zu begreifen, in was für einer Rolle sie sich eigentlich befinden, die ist riesengroß. Und der Fußball hat einen Image-Schaden genommen in den letzten Wochen und Monaten, hat aber jetzt auch eine gute Chance, das Ganze wieder umzubiegen und vielleicht auch den Weg, der nicht nur seit Corona, sondern schon in den Jahren zuvor auf einem ganz gefährlichen Gleis war, wieder gerade zu rücken und zu zeigen, dass halt doch Menschen sind, die über Verantwortungsbewusstsein verfügen und die auch wissen, was sie der Gesellschaft irgendwie schuldig sind. Aber ich glaube, also ich denke, man muss das Thema auch nochmal von der Seite sehen,
dass Ultras, Ultragruppierungen, also die Menschen, die diesem Fußball so viel Zeit geben wie sonst niemand. Also wir fahren zu Auswärtsspielen, ja, aber halt mal zwischendurch und machen das beruflich und schauen uns gerne die Dinge an. Aber die Ultras, die machen Choreografien, die fahren zu Auswärtsspielen, die wenden richtig viel Zeit auf. Und das waren die ersten, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass gespielt wird. Wir wollen keine Geisterspiele. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Signal, das auch die Ultras früh gesetzt haben, ein Signal ist, das du nicht überhören kannst. Das Ding ist nur, daneben steht die Existenz einer ganzen Branche und dann musst du abwägen, wem hörst du jetzt eher zu? Hörst du dem Kapital zu oder hörst du dem sozialgesellschaftlichen Aspekt zu? Und der sozialgesellschaftliche Aspekt, das ist der, den wir in die Zukunft tragen sollten und der in der Zukunft diesen Fußball viel mehr bestimmen sollte, als er das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Es ist die Chance, diesem sozialgesellschaftlichen Aspekt mehr Raum zu geben in den nächsten Wochen und danach anders weiterzumachen. Mir fehlt ein wenig der Glaube dran, dass es passieren wird. Aber es ist die Chance dazu. Und Vorbild ist das eine. Und tatsächlich sich demütig zu zeigen, dass man es wieder machen darf, ist das andere. Das Argument, wir sind doch nur da, um die Menschen in ihrem tristen Alltag zu unterhalten, ist ein Scheinargument, weil es am Ende schlicht um die Existenz von Bundesliga-Vereinen geht. Um nichts anderes geht es im Moment. Das ist total legitim, das durchzuziehen. Das ist es wirklich. Und ich möchte, dass jeder Verein weiterhin Bundesliga spielen kann, sofern er nicht sportlich absteigen muss. Aber wir müssen uns schon Gedanken machen darüber, in welche Richtung der Fußball danach laufen kann. Und ich glaube, das ist eine Zeit, diese Corona-Zeit ist eine Zeit des Umdenkens und eine Zeit der Rückbesinnung und der Reflexion. Ich hoffe sehr, dass dieser Mechanismus auch in den Köpfen der Vereinsbosse und der Spieler anspringt. Demut ist eine gute Eigenschaft im Moment, glaube ich. Und vor allen Dingen geht es ja nicht nur um Spieler, die hoch bezahlt werden, um Trainer und was weiß ich. Es hängen ja auch noch andere Leute und Faktoren mit dran. Ich sage jetzt mal, die Businesskunden zahlen natürlich auch Geld für ihre Plätze. Das ist nicht wenig, das ist auch in Ordnung. Der Verein lebt davon ja auch. Werbung kann nur im Fernsehen gezeigt werden, wenn die Spiele gezeigt werden. Dann gibt's Leute, die im Hintergrund arbeiten, Geschäftsstellenmitarbeiter. Das sind alles viele, viele Jobs. Da hängt einiges dran. Und dann hängen ja auch noch die Leute dran, die, sage ich mal, für Sky arbeiten. Die haben auch Arbeitsplätze. Kameramann, Tonmann, Regisseur. Das sind ja alles Arbeitsplätze, die auch mit dranhängen, irgendwo und irgendwie. Zulieferer, Caterer, der das Bier verkauft, die haben ja alle Jobs, die sie jetzt im Moment nicht machen können und auch in nächster Zeit wahrscheinlich nicht machen werden. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, die komplette Hotelbranche zum Beispiel in unserer Stadt, die Gaststättenbranche in unserer Stadt, der Marketingwert, den der FC Augsburg, einfach jetzt mal aus Augsburger Sicht zu sehen, für die Stadt bedeutet, das ist ja alles nicht wegzudiskutieren. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass es den FCA beispielsweise auch in Zukunft noch gibt. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon irgendwie dargestellt, wie wir das sehen, dass man es nicht gut oder nicht schlecht heißen kann, sondern dass es immer irgendwas dazwischen gibt. Es werden halt in letzter Zeit immer mehr Stimmen laut, die Werte wie Demut oder sich selber identifizieren mit dem Verein, für den anderen arbeiten, in den Raum gestellt werden. Und ich hatte nach dem 10. März, wo wir das Vergnügen hatten, über Heiko Herrlich zu sprechen, auch für die neue Szene die Möglichkeit, mit Heiko Herrlich zu sprechen in einem Interview. Und er ist ein Vertreter, der nicht erst seit jetzt, sondern auch bei seinen ganzen Stationen vorher den Spielern immer eingebläut hat, wer denkt, dass es um den Einzelnen geht, der ist bei ihm und in seiner Mannschaft völlig fehl am Platz. Er hat mir zum Beispiel ein Beispiel erzählt, ich weiß gar nicht, ob man das in der Öffentlichkeit sagen sollte. Er hat als Trainer vom Jan Regensburg, hat er damals, die waren in der dritten Liga, so viel ich weiß, hat er sich Erik Tommy ausgeliehen vom FCA. Mhm. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, weiß ich noch. Er spielt ja mittlerweile in Düsseldorf. Und er hat dann Erik Tommy angerufen und hat zu ihm gesagt, bist du bereit für einen Spieler von Regensburg, das Gleiche zu machen, wie du jetzt für deinen Lieblingsverein, wenn das Real Madrid ist, für Ronaldo oder für Juventus Turin, für Ronaldo machen würdest, überleg dir das einfach gut. Bist du bereit, für diesen Verein und für diese Sache alles zu geben?
hast 3 Tage Zeit und danach sagst du ja, wenn es so ist, und sag bitte nein, wenn es nicht so ist. Mhm. Er hat dann in den höchsten Tönen irgendwie Erik Tommy gelobt, weil der ja dann wirklich auch mitverantwortlich dafür war, dass Regensburg aufgestiegen ist. Mhm. Heiko Herrlich ist später dann seinerseits zu Leverkusen in die Bundesliga gewechselt. Aber das ist jemand, der dir das wirklich sehr, sehr glaubhaft versichert, dass es für diese moralischen Werte bei ihm beim Fußball geht. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da jetzt aktuell einen Trainer haben, der das genauso sieht und der vielleicht tatsächlich in dem Moment, in dem der Fußball sich befindet, der Richtige sein könnte. Ich habe den übrigens auch gefragt, ob er den Job angenommen hätte, wenn er gewusst hätte, dass er erstmal 8 Wochen ungeschlagen bleibt auf diesem traurigen Weg. Ja, ja. Und er hat dann zu mir gesagt, das hat er sich so noch nie überlegt, aber er hat seinerseits nach ein paar Wochen Stefan Reuter gefragt, ob das für den FCA in Ordnung ist, dass er da ist, weil die sich ja das auch anders vorgestellt haben. Ja, klar. Und natürlich waren beide absolut der Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, aber die gehen da schon sehr tiefgründig mit den ganzen Fragen um. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass zu einem Verein wie dem FCA, der übrigens nicht zu den 13 Vereinen gehört, die irgendwie kurz davor sind, die Grätsche zu machen, das Richtige sein könnte. Und der FCA ist deswegen keiner von den 13 Vereinen, weil er nicht nur davon spricht, seriös und finanziell vernünftig zu agieren, sondern das wirklich über die letzten 20 Jahre getan hat. Und so wird der FCA in der Branche auch wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, schon was für uns und unsere Stadt echt gut ist im Moment. Man merkt es auch so in der Fanszene. Ich weiß jetzt natürlich auch keine genauen Zahlen, aber man bekommt es ja schon mit. Und ich glaube, der FCA hat es auch kommuniziert, wie viele Fans auch auf die Rückerstattung ihrer Dauerkarte verzichtet haben. Habt ihr da was mitbekommen? Ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich habe natürlich auch die Diskussion verfolgt, weil ich auch mit vielen Fans sehr eng befreundet bin und natürlich auch diesen Verein sehr lange verfolge. Und auch da war es gespalten. Also auch da gab es Stimmen, die gesagt haben, jetzt mal ganz offen und ehrlich, also ich würde das gerne spenden in dieser Situation und würde das gerne an ein Krankenhaus geben, den Gegenwert, den ich quasi noch auf meiner Dauerkarte habe und nicht dazu beitragen, dass der Verein jetzt die Kohle bekommt. Wobei ich glaube, der Verein hätte es auch sozial verwertet. Auch, Genau, also es ging so ein bisschen darum, zu sagen, ich würde mir mehr oder weniger gerne selber aussuchen, wo das Geld hingeht. Das ist aber das ist eine absurde, also das ist in Teilen auch natürlich abgekoppelt von der Realität, aber es ist so ein Bewusstsein. Also es spiegelt einfach ein Bewusstsein von Menschen wider. Was unterstützen wir gerade in dieser Gesellschaft? Was unterstütze ich mit meinem Geld? Und ich glaube, dass viele natürlich gerne jetzt Pflegerinnen und Pfleger und Kindergärtnerinnen und Kindergärtner unterstützen würden, die es echt hart und schwer haben und auch noch weiter haben werden. Deswegen ist auch da, glaube ich, es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, ja komm, dann nimm das Geld, ich weiß, es ist gut angelegt, sondern es findet ein innerer Diskurs statt. Ich finde ihn aber gut. Also das finde ich, ist total legitim. Ja, zumal man ja auch dazu sagen muss, dass ich finde, dass der FCA das sehr gut kommuniziert hat, weil die haben nämlich so gesagt, so wie ich das auch sehe, jeder soll sich selber überlegen, ob er das Geld spenden will. Ja. Für den Verein oder für das, was der Verein damit machen will. Da geht es um die Unterstützung zusätzlich noch des Augsburger Zoos und verschiedene andere Sachen. Oder ob er das Geld zurückhaben will, sei es, weil man als Familie oder als Person auf das Geld angewiesen ist und sagt, hey, das kann ich jetzt gut brauchen, ich befinde mich selber in einer schwierigen Situation, oder weil ich das Geld zurückhaben möchte und es mir dann eben für irgendwas aussuche, was ich selber konkret unterstützen muss. Und das hat der Verein immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt. Es wird jede Entscheidung natürlich komplett akzeptiert und jeder soll das machen, wie er will. Für mich persönlich stand zu keiner Sekunde irgendwie die Überlegung im Raum, das Geld zurückzufordern. Ja. Und es geht da schon um ein bisschen Geld. Also das sind für meine Frau, meinen Sohn und für mich sind das schon ein paar hundert Euro, weil es ja noch irgendwie, was weiß ich, 6 Heimspiele, glaube ich, gewesen wären. Ja. Aber ich habe gesehen, dass der FCA echt verantwortungsvoll jetzt mit der ganzen Situation umgegangen ist und deswegen war es für mich persönlich klar. Aber ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte das Geld für mich selber haben, weil ich es brauche oder auch, weil ich es nicht brauche, sondern weil ich das so entscheide. Oder aber ich möchte es haben, um irgendwas anderes zu unterstützen. Und genau so sehen sie es beim FCA auch. Also insgesamt muss ich sagen, hat der FCA in dieser Zeit einen herausragenden Job gemacht, was das Einwirken in eine Gesamtregionalgesellschaft angeht. Ich finde diese Aktion Augsburg hält zusammen fantastisch, in kürzester Zeit da eine Spendenplattform rauszubringen.
Kloppen ist Wahnsinn. Hat vielen, glaube ich, auch geholfen. Maxi, dir auch mit deinem Laden. Also das war eine herausragende Aktion. Und Spieler verzichten auf Gehalt. Also man kann diesem Verein absolut nichts vorwerfen in dieser Phase. Ich bin sehr froh, dass wir so einen Verein in der Stadt haben und nicht Hertha BSC als Fans oder Berichterstatter im Auge haben. Da hat einfach, um auf den Punkt wieder zurückzukommen, da hat jemand dem gesamten Fußball einen Bärendienst erwiesen und insbesondere auch den Spielern, die sich korrekt verhalten. Man muss allerdings auch sagen, dass in diesem Video von Salomon Kalou ja zu sehen ist, dass sich ganz viele Spieler bei Hertha BSC nicht korrekt verhalten. Und da geht es jetzt einfach darum, das als Warnsignal zu sehen und diesen Test, der es nun mal ist, also wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das, was wir gerade jetzt dann bekommen an Unterhaltung, dass das ein Test ist. Also das kann auch schief gehen. Richtig. Und wir werden alle genau hinschauen, so wie das, glaube ich, jeder von uns auch in seinem Privatleben macht. Wie kann ich Abstände einhalten? Wie desinfiziere ich ordentlich? Machen das meine Mitmenschen auch? Weist man vielleicht den anderen auch mal drauf hin? Danke für eine Hygienedusche, Max. Ja, super. Danke, ja, danke schön. Sehr schön. Oh ja. Ist das dieses Hygienemittel im 50-Liter-Kanister aus Rumänien, von dem wir schon mal gesprochen haben? Ja, absolut. Das riecht man auch. Es riecht ein bisschen nach verfaultem Pfirsich. Ja. Aber meine Frau, Tom und mir vorhin versichert, das ist für die Hand und für den Fuß. Okay. Und zwar, ich weiß nicht mehr, Pae Käs, mein Ungarisch ist so mittelmäßig, aber Käs bedeutet nicht Fuß, sondern Hand. Schade, alles klar, was wir jetzt schon wieder gelernt haben. Ja, und um wieder auf den Fuß zurückzukommen, ist es einfach so, dass bei Hertha BSC sich ganz viele Spieler falsch verhalten haben und wir jetzt einfach, also das wird mit Argusaugen beäugt werden, was in dieser Branche passiert. Wie verhalten sich Spieler? Wie verhalten sich Verantwortliche? Das wird eine Ausnahmesituation sein, auch auf dem Platz. Und ich finde, darüber sollten wir gleich nochmal auch sprechen. Wie ist es für die Spieler, jetzt auf den Platz zu gehen? Wie ist es für einen Trainer, so eine Mannschaft einzustellen? Der sportliche Wettbewerb geht weiter. Also es geht auch noch um Abstieg. Und wir befinden uns Stand heute weiterhin in akuter Abstiegsbedrohung, muss man wirklich sagen. Also wir haben natürlich noch Abstand, aber... Das ist mir tatsächlich aufgefallen, jetzt, wo ich gestern nach ganz langer Zeit wieder auf die Tabelle geschaut habe, habe ich gewusst, ach, drum haben wir den Trainer gewechselt. Es war schon schwierig, als wir aufgehört haben. Und gegen Wolfsburg war das dieses Spiel, wo wir gesagt haben, das sollten wir jetzt aber gewinnen. Hat übrigens Heiko Herrlich auf die Frage irgendwie gesagt, ob es ihm lieber gewesen wäre, das Spiel damals gehabt zu haben und wie das mit Geisterspielen ist, hat er gesagt, Wolfsburg kam damals aus einer englischen Woche, hatte mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen, die jetzt alle nicht mehr am Start sind. Also er hat auch gesagt, klar, er weiß auch nicht, wie ist jetzt dieses Training, für das es keine Schablonen oder keine Vorgaben gab, wie ist das bei seinen Spielern angekommen. Es geht halt jetzt einfach für alle bei Null los, absolut. Und deswegen ist es echt richtig schwierig, irgendwie eine Einschätzung zu geben, ob das für einen Verein wie den FC Augsburg besser wäre, wenn er eine schreiende Meute hinter sich hätte. Ich bin mir sicher, für Vereine wie Union Berlin zum Beispiel ist es katastrophal, ohne die Zuschauer in der Försterei zu spielen. Für den FCA sicher eher auch, aber letztendlich müssen alle jetzt bei Null anfangen und am Ende wird man dann sehen, wer mit dieser Situation am besten klarkommt. Was würdet ihr übrigens sagen, jetzt du, Rolf, als Stadionsprecher? Mhm. Weil es stand ja auch mal im Raum, man versucht dann irgendwie künstliche Stimmung zu erzeugen mit Tonspuren, mit Applaus und so weiter und so fort. Ich glaube ja nicht, dass das gemacht wird, aber wie siehst du das? Ich glaube, das dürfen die Vereine selber entscheiden. Ich habe das mal gelesen, irgendjemand wollte das machen, war das Köln und Mainz, die Karnevalsvereine, das könnte schon sein. Ich habe ja auch natürlich angefragt bei den Verantwortlichen, ob ich denn überhaupt kommen soll. Mhm. Haben wir, glaube ich, schon erzählt. Nee, du brauchst nicht kommen, weil für wen willst du was ansagen? Je weniger Leute im Stadion sind, desto besser ist es. Man braucht mich ja nicht. Es dürfen maximal 300 Personen. Es ist in Ordnung für mich. Ich habe mir dann gedacht, schade. Erst habe ich mir gedacht, schade, hätte ich schon ganz gern gemacht. Trotzdem Torschreie, trotzdem Wagner Josef. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass das dann Kasperltheater ist, weil es ist niemand da. Machen wir uns nichts vor. Ich bin auch ganz schnell abgekommen davon. Oder Tom, es sollte doch dann überall gleich sein. Ich meine, in Hoffenheim haben sie schon länger mal irgendwie mit so künstlicher Stimmung gearbeitet. In Mainz ist der Stadionsprecher auch so einer gewesen, der ehemalige, der immer... Ja, das mag ich ja persönlich gar nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht... Die Jungs, jetzt stell dir vor, es fällt ein Tor für den FCA gegen Wolfsburg, so das 2-0.
Das war ein Elfmeter, geschossen von Andreas Lute. Oha. Das ist jetzt so mein... verrückte Zeiten. Nee, pass auf. Ja, und dann schreie ich da das Tor. Und jeder in diesem Stadion sieht, dass niemand da ist. Die Spieler sehen es. Die Stimmung wird deswegen nicht besser. Und ich frage mich dann, ja, fühlen die sich dann auch ein bisschen verarscht? Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte es erst im Kopf, weil ich es vielleicht gar nicht uncool fand, aber dann bin ich wirklich abgekommen, weil ich mir gedacht habe, nee, also jetzt ganz ehrlich, das wird ein Kasperltheater, wenn dann wirklich, das ist vielleicht beim ersten Spiel noch lustig oder beim ersten Tor, aber danach, ganz ehrlich, was soll das, ne? Da wartet auch niemand drauf. Und jetzt haben wir viel über Gesellschaftliches und über Wirtschaftliches gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich, weil du es ja schon gesagt hast, über Sportliches sprechen. Du hast gerade gesagt, Heiko Herrlich hätte das Wolfsburg-Spiel gerne vorher gehabt, weil verschiedene Voraussetzungen da besser waren für uns. Jetzt hat er aber natürlich auf der anderen Seite schon auch mehr Zeit gehabt, auch wenn das Training natürlich nie so ist wie vorher. Was glaubst du, was ist besser? Jetzt mehr Zeit zu haben? Oder ist die Situation so verworren, keiner weiß, wie es wird, keiner weiß, wie die anderen beieinander sind, keiner weiß, ob sich nicht doch jemand vom Gegner infiziert hat, zu dem Stand anpfiff. Es ist verrückt. Also ich glaube, du kannst als Spitzensportler viele Dinge ausschalten. Unter anderem in dem Moment, wo du einen Ball am Fuß hast, dass es da was gibt, was dich krankheitstechnisch befallen könnte. Es gibt ja, außerdem, das glaube ich auch, ja. Es gibt außerdem Untersuchungen, dass Spieler nicht mehr als 2 Minuten Kontakt haben miteinander auf dem Spielfeld. Also dieser 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt, von dem wir ja ausgehen, Tröpfcheninfektion etc., der ist da offensichtlich ja eh sehr selten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Spieler auf den Platz gehen und natürlich erstmal mit der Situation klarkommen müssen. Und wir haben ein Spiel ja gesehen zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund in der Champions League. Das war ein Trainingsspiel auf relativ technisch hohem Niveau. Aber es war so, dass du gemerkt hast, dass Borussia Dortmund wollte, aber nicht die letzten 10% drauflegen konnte, um dieses Spiel noch zu drehen und es ausgeschieden im Achtelfinale der Champions League. Das ist dieser berühmte 12. Mann, der dann hinten steht und dich tatsächlich auch beflügeln kann. Genau. Und dann ist es echt, ich glaube, es ist eine ganz, ganz herausfordernde Situation für den Trainer und für den gesamten Verein, für den Staff, eine Stimmung in einem Team zu erzeugen, die so gallig ist und die so Bock macht aufs Gewinnen und die so viel Adrenalin ausschüttet, dass du 90 Minuten lang auf diesem Platz alles lässt, was du hast. Und es ist ich tue mir wahnsinnig schwer, mich da reinzufühlen. Ich habe vor sehr wenigen Menschen gespielt, aber nie vor gar keinen. Also waren immer welche waren da. Immer, und wenn es der Pizzabäcker war von der Sportgaststätte, genau, die waren meine, da. Meine Mama hat gerne zugesehen ansonsten hatte ich das Glück, dass vielleicht 2, 3 andere auch noch nichts zu tun hatten am Sonntag um 14 Uhr. Ja. Aber es ist einfach, dir fehlt ein Motivationsschub und dir fehlt natürlich auch ein visueller Reiz, nämlich auf viele Menschen zu gucken und zu wissen, ich kann denen jetzt ein Glückserlebnis und eine Emotion bescheren. Mhm. Und die ist nicht für mich und nicht für nur die 10 anderen, sondern die ist für 30.000. Und ich glaube, das ist unglaublich schwer für einen Profifußballer, der das liebt. Das ist das, was die haben wollen. Mhm. Hätten sie das, würden sie es nicht wollen, hätten sie den Job nicht so weit machen können und hätten sie sich nicht so durchgebissen, dass sie am Ende zu den Auserwählten gehören, die in der Bundesliga um Punkte kämpfen können. Es ist unfassbar schwer. Ich kann mich da nicht reinfühlen. Ist es dann, wir haben es gerade schon angesprochen, ist es dann für Vereine, die so extreme Zuschauermassen auch haben, so wie Dortmund oder so, wenn die Tribüne nicht da ist, ist es die für die denn noch schwerer? Ja, ich glaube, also der Heimvorteil ist schon größer in Stadien, die eine Crowd hinter sich haben und wo die Atmosphäre gallig ist. Ich habe mir gerade überlegt, während Tom so geredet hat, wir haben ja einen Torwart, über den wir auch schon seit 8 Wochen nicht mehr gesprochen haben, mit Tomasz Kubek, der hat sich ja auch geäußert in der tschechischen Zeitung, dass es für einen Fußballspieler schon sehr schwer ist, irgendwie sich mental irgendwie nicht gegen die Leute, aber vor so vielen Zuschauern irgendwie zu behaupten. Als ich ein Interview mit ihm gemacht habe und ihn gefragt habe, ob er gehört hat, dass jetzt zum ersten Mal aus dem Fanblock Kubek-Schlachtrufe kommen, hat er zu mir gesagt, nee, er ist in so einem Tunnel, dass er es gar nicht mitbekommen hat. Und das sagen ja viele Sportler, dass sie in einem Tunnel sind. Für die wäre das dann wiederum letztendlich egal, ob jemand da ist oder nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei diesem Torwart,
dieser Druck vielleicht ein bisschen wegfällt und dass er dann vielleicht andere Leistungen, ist natürlich in seinem Berufsfeld nicht optimal, aber wäre diese Situation vielleicht dann sogar ein kleiner Vorteil für ihn. Wir wissen ja alle nicht, ob er spielt oder nicht, laut dir nicht, weil ja Lute das 2-0 per Elfmeter für Wolfsburg spielt. Aber ich glaube auch, dass die Spieler da verschieden sind. Der eine ist wirklich in seinem Tunnel und schneidet es nicht mit, aber ich glaube trotzdem, dass im Hinterkopf hat man das immer, wenn da irgendwie 30.000 Leute hinter dir Lärm machen. Und vor allem bist du ja gewohnt, dass du dein eigenes Wort nicht verstehst auf dem Platz. Genau. Also das bist du gewohnt als Profifußballer und das wird so sein. Also die werden sich normal in gedämpfter, gesetzter Lautstärke unterhalten können. Ich denke auch, also wie ich es vorhin schon gesagt habe, für die Zuschauer, wer noch kein Geisterspiel gesehen hat, wird es nach dem Anpfiff schon ganz seltsam werden. Na klar, man sieht, dass nichts los ist und man hört nur den Reporter und es ist ruhig. Vielleicht hört man ein paar Vögel zwitschern, so wie bei uns, oder ein paar Kinder spielen, so wie beim Nachbarn hier bei dir. Aber jetzt sind sie weg. Und dann wird es sehr seltsam werden. Vielleicht ist es beim zweiten Spiel schon anders und beim dritten und beim vierten. Ja, wir spielen die Saison zu Ende. Du hast gerade gesagt, wer weiß, ob es klappt. Ich sage jetzt mal, Lewandowski und Neuer sind Corona-positiv, was ja passieren kann. Wir wollen sie ihnen nicht wünschen. Was passiert mit dem FC Bayern? Darf der weiterspielen? Angeblich werden die isoliert und das war's, ne? Dann dürfen die weiterspielen. Richtig. Also es wird so sein, dass Spieler dann einzeln in Quarantäne müssen und nicht die gesamte Mannschaft. Sonst wird's nicht gehen. Sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Also das funktioniert nicht, wenn du sagst, dann geht die ganze Mannschaft. Das funktioniert nicht. Ja. Und das ist genau der Punkt, an dem sich alles ja entzündet. Also das ist die Ausnahmeregelung, diese Ausnahmesituation. Von der Ausnahme schon. Ja, genau, also das ist genau das, worüber natürlich alle am Ende auch reden werden. Jetzt ist der positiv und die dürfen trotzdem weiterspielen. Und ich bin positiv, habe keine Symptome, aber muss zu Hause sitzen und darf nicht arbeiten oder darf meine Kinder nicht sehen oder darf nicht zu meinen Eltern. Also das ist der schwierige Grad auch der Kommunikation und da wird es auch auf medizinische Kommunikation ankommen. Warum das trotzdem irgendwie geht und dafür wird man gute Argumente finden müssen, die hoffentlich stichhaltig sind und die uns hoffentlich nicht in 8 Wochen eines Besseren belehrt werden. Das ist einfach so. Also es ist ein Test, eine Operation am offenen Herzen, wir dürfen alle zuschauen. Das kann einem irgendwie, kann einem auch eine Spannung geben. Boah, ich tue mir insgesamt halt in der Emotion schwer. Aber es wird eine sterile Atmosphäre sein. Und diese sterile Atmosphäre, die wird entweder den Fußball uns neu erleben lassen, weil wir sehen, viel mehr sehen, welches taktische Konzept oder welche Dinge sich während eines Fußballspiels abspielen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch sehr, sehr spannend, sich so ohne Begleitumstände das ganze Ding anzuschauen. Wir werden es rausfinden. Also ich finde, das ist auch Glaskugel gucken. Also weiß halt keiner. Und werde ich jetzt auch nicht mich dazu versteigen zu sagen, das wird so und so sein. Ich frage mich bestimmte Dinge und ich bin gespannt, wie die Dinge umgesetzt werden. Ich bin auch sehr gespannt, ob es wirklich so klappt. Ich wünsche es mir dann, wenn es jetzt losgeht, dass es dann auch wirklich zu Ende gespielt wird. Also auf jeden Fall muss bis zum 30.06. sollte es fertig sein, weil dann ja auch die Verträge verschiedener Spieler auslaufen würden. Aber auch da haben sie schon gesagt, gibt es eine Lex, die das dann irgendwie, falls es nicht so sein sollte, vielleicht dann verändert. Was vielleicht für unsere Zuhörer noch ganz witzig ist oder interessant ist, wenn sie es nicht eh schon wissen, ist, wir können bei der Operation am offenen Herzen zusehen. Und zwar können das tatsächlich an den ersten beiden Spieltagen alle tun, denn auf Sky News hat wird dann die Konferenz für alle freigänglich eben gezeigt werden. Die Einzelspiele nicht, da haben sie sich jetzt drauf verständigt heute bei den Treffen der Bundesliga-Clubs. Und wer eben dann diesen Sender eingespeist hat, kann ohne zu bezahlen die Konferenz sehen. Du kannst diesen Fußball nicht komplett abkoppeln und dann sagen, jetzt haben die wenigen Sky-Abonnenten einen Vorteil und diejenigen, die normalerweise in den Schluckbuden dieser Bundesrepublik sich gemeinsam mit anderen Fans Spiele anschauen können, weil da eine Sky-Bar ist, die sind in den Arsch gekniffen. Also das funktioniert nicht, deswegen musste Sky das machen. Ehrenwerter Move, keine Frage, aber hätten sie es nicht gemacht, wäre es nicht gegangen. Aber ich glaube nicht, dass Sky dafür verantwortlich ist, dass das Leben derer, die in die Kneipen gehen, zu retten, denn wir machen uns ja nichts vor, es ist eine Firma, die Geld verdient,
aber auch viel Geld zahlt, dass sie das übertragen dürfen. Aber die hätten auch Rechte natürlich verkaufen können. Also die hätten natürlich auch sagen können, wir verkaufen zwei Einzelspiele oder sonstiges an ARD und ZDF. Also es gab ja auch da wohl Gespräche oder zumindest gab es den... das Signal der Öffentlich-Rechtlichen zu sagen, also damit dieses Kulturgut allen zur Verfügung gestellt werden kann, wären wir bereit zu sprechen. Ich glaube, Sky wollte das zu keinem Zeitpunkt, zu Recht auch, weil das einfach ihr Produkt ist und dafür zahlen die 900 Millionen Euro. Ja, also da würde ich auch sagen, wir haben den frei empfangbaren Kanal, dann knallen wir es da raus. Alles gut, dahingehend, auch Sky hat da, finde ich, oder alle Medienunternehmen haben da, glaube ich, auch nach dem gehandelt, was jetzt halt möglich war. Spannend wird sein, wie das weitergeht. Es ist ein neuer Fernsehvertrag in der Verhandlung. Die Verhandlungen sind ausgesetzt. Im Moment glaube ich nicht, dass die Erlöse nochmal erzielt werden können mit dem Produkt Bundesliga. Das Produkt Bundesliga hat erheblichen Schaden genommen, auch durch das Verhalten von bestimmten Spielern. Und weil halt keiner weiß, wann denn Großveranstaltungen wieder erlaubt sein werden. Also ich glaube, diese Verhandlungen über Fernsehverträge, die kannst du ein Jahr lang irgendwie aussetzen. Da kannst du sagen, Sky, wäre es cool, wenn ihr es nochmal macht ein Jahr. Okay, machen wir nochmal so, ziehen wir durch und danach reden wir nochmal. Alles andere, glaube ich, wird dem Geschäftsführer der DFL nicht gefallen, weil er wird keine 900 Millionen mehr erzielen. Das glaube ich, kann er vergessen, zumindest vom regionalen Markt. Dann können wir ja gleich mal drauf eingehen. Was glaubt ihr, wann werden wieder Zuschauer kommen? Es ist ganz schwer zu sagen. Wir sind keine Experten. Wir sind weder Doktoren, Virologen, Geschäftsführer, Sportbosse. Was hast du für einen Tipp? Also die Rückrunde jetzt natürlich auf keinen Fall. Das ist ja logisch. Aber die nächste Runde... wird auch schon schwierig, weil wenn zum Beispiel sowas wie das Oktoberfest abgesagt wird, kann man ja nicht noch ein paar Wochen vorher sagen, im August starten wir wieder die Bundesliga normal, ne? Ja, das ist außer Frage. Es gibt ja da auch Überlegungen, ob man jetzt schon vorausschauend auf die unsägliche WM in Katar den Bundesligaspielplan auch so von Januar bis Dezember irgendwie dann beginnt, wäre theoretisch möglich. Ich möchte jetzt aber vorher, weil ich weiß, dass es ganz viele von unseren Podcast-Hörern auch interessiert, auch nochmal vom ganz Großen ins winzig Kleine, ins Schluckbuden gehen, weil die Leute ja auch sagen, wenn man die Kneipe wieder aufmachen darf, macht der Elfer wieder auf, was passiert? Also es ist Fakt, es ist wohl in der Gastronomie so, dass die Leute davon ausgehen, nach Hygienekonzepten wird maximal jeder fünfte, eher jeder zehnte Platz irgendwie einzunehmen sein. Heißt, macht eigentlich aus Sicht eines Unternehmers gar keinen Sinn, den Laden aufzumachen und da dann irgendwie 10 Gäste zu bewirten. Wir haben da eben bei uns überlegt, ob wir in der Rosenau-Gaststätte, wo wir den großen Biergarten haben, da dann vielleicht was machen, wo man die Hygienekonzepte so einhalten könnte, dass so viele Menschen, wie normalerweise im Elfer sind, da draußen das dann anschauen könnten. Hab dann da auch mit Kai geredet, das ist ein Konzern, allerdings würden da die Rechte irgendwie für ein halbes Jahr, das man abschließen muss, ungefähr 16.000 Euro kosten. Das ist natürlich Weil das so eine große Fläche ist. Ja. Das ist natürlich überhaupt nicht finanzierbar, aber wir sind da auch jetzt noch in Gesprächen mit Sky, was wir da machen. Bei Außenbewirtung ist ja definitiv früher wieder möglich und wir werden auch zumindest die Konferenz, die ja frei empfangbar ist, dann da draußen ausstrahlen wollen. Aber also allen die mir jeden Tag viele, viele Mails schreiben und auch mich unterstützen möchten, sei gesagt, wir versuchen das Beste irgendwie draus zu machen und wir werden auf jeden Fall nicht den Hintern zusammenklappen, sondern wir werden auch da sein, selbst wenn es erst nächstes Jahr im Januar weitergeht. Aber es sind halt einfach ganz, ganz viele Fragen dann noch offen. Aber da muss jeder Gastronom dann auch selber wissen, wie er das irgendwie beurteilt und wie er das dann in die Tat umsetzt. Also nur für die vielen, die uns die Daumen halten und die gefragt haben, wie es eben weitergeht. Ja, da geht's nicht nur dir so, da gibt's ja viele, viele, die genau dasselbe erleiden. Jetzt waren wir irgendwie beim Sportlichen hängen geblieben. Gegen Wolfsburg, man, geht's euch nicht aus so? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wer war denn wie gut. Ich weiß nur noch, ja, ist doch so. Also ganz ehrlich, ich das weiß, dass Köln hatte noch eine gute Serie hingelegt. Ja. Ansonsten Wolfsburg so lala, der FC Augsburg bedroht, hast du gesagt, das ist ja Fakt. Und wie geht's weiter? Warte mal, wir haben ja vorhin schon besprochen, wir hätten ja die ganzen Spiele schon gehabt und wollen jetzt nochmal kurz gucken, welches wir gewonnen hätten und welches nicht oder unentschieden. Fangen wir an mit dem Wolfsburg-Spiel. Ich sage voraus, hätten wir gewonnen. Das war Sonntagabend, Wolfsburg war schon müde, keine Ahnung. Sage ich 2-1, hätten wir es gewonnen gegen Wolfsburg, ne? Dein grenzenloser Optimismus. Was haben wir da noch? Natürlich hätten wir gewonnen und auch am
nächsten Spieltag gleich, wo wir gegen Paderborn gespielt hätten. Das hätten wir gewonnen. Hätten wir was gewonnen. Zu Hause auch, genau. Wir haben überhaupt nur lauter Heimspiele, sehe ich gerade. Nee, es geht danach werden wir zu Salomon Kalou gefahren. Richtig. Nach Berlin, wo wir immer unentschieden spielen. Oder ganz oft gegen Berlin immer unentschieden spielen. Das wäre auch ein geiles 0-0 ohne... Ein scheiß 0-0, sag's, wie es ist. Ohne irgendwelche Höhepunkte gewesen. Und dann, Tom, zu Hause gegen Hoffenheim, was wäre da passiert? Oh ja, das war doch das sensationelle Spiel in Hoffenheim. Das haben wir doch schön gewonnen. Ja, richtig. Waren das vier? Das war diese unglaubliche Serie, wo wir eins nach dem anderen weggewonnen haben. Ah, okay. Wann war das? Das war kurz vor dem Winter irgendwie. Das war noch 4-0 oder so, oder? Ja. 4-1? Ja, keine Ahnung. Wir sind so raus. Ich erschrecke mich selber gerade, dass ich das nicht mehr im Kopf habe. Ich sag's euch ganz offen, ich find's gar nicht schlimm. Also mein Leben hat sich vor Corona sehr stark um Fußball gedreht. Ich war froh um diese Pause, um diese gedankliche Pause auch. Ich habe mich mir auch hat das gut getan. Komplett mir ist es ehrlich gesagt auch nicht. Ja, also klar. Mir hat's auch nicht gar nicht so wahnsinnig gefehlt, wie ich gedacht habe, dass es mir fehlen könnte. Aber jetzt, wenn wir natürlich tippen und sagen, was wäre in Hoffenheim passiert. Oder zu Hause gegen Hoffenheim. Nein, unentschieden wäre drin gewesen. Ich glaube, wir hätten unter Heiko Herrlich den dritten Sieg eingefahren und wären längst alle Abstiegssorgen ledig. Saisonabschluss gegen Red Bull Leipzig. Oh ja. Zu Hause in unserer wunderschönen Arena. Ja. Ja, wir werden sehen, das Spiel ist irgendwann mal kommt irgendwann. Ende Juni wahrscheinlich, Ende Juni. Und das wissen wir dann, danach sind wir schlauer. Die Gegner sind dieselben. Ich werde da absolut keine Prognose abgeben. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass Heiko Herrlich den Kopf der Spieler erreicht. Und zwar sowohl im Hinblick darauf, dass sie sich korrekt verhalten, ein Vorbild sind. Das glaube ich. Ich gehe davon aus. Und dann auch in die Köpfe der Spieler kommt, was das Thema Motivation in dieser sehr schwierigen Phase angeht. Ich weiß von ihm, dass er jemand ist, der Bilder sehr gerne erzeugt im Kopf der Spieler. Ich würde mich wirklich auf die Straße legen, um zu wissen, was er den Spielern in so einer Situation sagt. Ich finde es hochspannend. Wie gehst du psychologisch ran an eine Mannschaft, die 8 Wochen nicht im Kontakt trainiert hat, die dich noch nicht kennt, im Spielbetrieb? Ganz, ganz schwierig für beide Seiten. Es wird hochspannend. Und wir werden die nächsten Wochen sehr viel darüber zu erzählen und zu sprechen haben, glaube ich, weil das ist echt eine super krasse Herausforderung für alle Mannschaften, aber insbesondere für eine Mannschaft, die den Trainer jetzt 8 Wochen als Menschen erlebt hat. Und vielleicht sehen wir eine Mannschaft, von der wir niemals gedacht hätten, dass sie so Fußball spielen kann, denn daran kann ich mich noch erinnern, die Wochen vor Corona waren zähe Wochen. Also da habe ich teilweise ungern FCA-Spiele geguckt. Max, was wünschen wir uns? Ja, ich wünsche mir das, was sich Heiko Herrlich auch wünscht. Er hat eine Mannschaft hier vorgefunden, laut eigener Aussage, die nicht dazu fähig war, konstant gute Leistungen zu bringen, obwohl sie es theoretisch drauf hätte, wie man vor Weihnachten gesehen hat. Mhm. Auch laut Heiko Herrlich. Und seiner Meinung nach geht es nur dann, wenn man die Mannschaft wieder da packt, wo es in Augsburg immer passiert ist, nämlich an der Ehre. Und wenn es eine Mannschaft ist, die vielleicht auch ohne Zuschauer dazu fähig ist, 110% irgendwie geben zu können, weil sonst funktioniert es bei uns nicht. Und ich weiß, dass auch er bei Null anfängt, dass auch ihm nicht klar ist, wie jetzt diese Trainingsformen bei der Mannschaft angekommen sind. Aber ich weiß, dass er weiß, was die Mannschaft an was die Mannschaft zu arbeiten hat. Und das hat er denen mit Sicherheit auch somit auf den Weg gegeben. Und dann liegt es halt, wie so oft, an der Persönlichkeit und an der Ehre der Spieler selber, eben wieder voll anzupacken, sich nicht abschlachten zu lassen, sondern einfach nicht in einem Heimspiel wie gegen Freiburg, wie es passiert ist, am Ende mit 22% Ballbesitz beim Heimspiel irgendwie zu agieren. Und man weiß auch, wer die Spiele von Heiko Herrlich bei Regensburg oder auch als Trainer bei Leverkusen gesehen hat. Das waren Mannschaften, die immer am meisten Torchancen in der ganzen jeweiligen Liga kreiert haben. Das war immer so. Und ich glaube, das wird auch bei uns so sein. Und nachdem wir da vorne ein paar Kadetten drin haben, die durchaus in der Lage sind, zu vollstrecken, habe ich irgendwie schon ein gutes Gefühl. Ich hoffe sehr, dass wir das wieder zu schätzen wissen. Und ich hoffe auch, dass der Verband und die Fußballliga zu schätzen weiß, was Fans im Stadion bewirken, wie wichtig Fans im Stadion sind. Ich glaube, es gab auch für die Fans selten eine bessere Situation, um politisch zu wirken. Und zwar in dem
sie schlicht nicht hingehen dürfen, um mal zu zeigen, was denn alles fehlt, wenn das nicht da ist. Wir hatten einen hochpolitischen Diskurs übrigens vor Corona. Diese Hop-Thematik, ihr wisst, wovon ich spreche, Kommerz, übertreiben wir es. Jo, der Fußball hat's übertrieben, keine Frage. So, jetzt wird er runtergedampft aufs Essentielle, auf das, was es ist. 11 gegen 11, 14 gegen 14. Und dann schauen wir uns an, wer da sportlich am Ende drin bleibt, aufsteigt, absteigt. So, wird spannend. Wer vielleicht sogar Meister wird, soll es ja auch noch geben in der Liga. Der spannendste Meisterkampf seit vielen, vielen Jahren. Also es gibt ganz viele Dinge, die da drin stecken. Ich bin hochgespannt auf die nächsten Wochen und Monate. Fakt ist, wir werden uns alle an diese beschissene, sage ich einfach, wie es ist, Saison erinnern. Viele FCA-Fans, die jetzt zuhören, vermissen ihren Platz im L-Block, im M-Block, wo auch immer. Im O-Block. Im O-Block. Es ist ja wurscht, wo. Es ist ein Drama, muss man wirklich sagen. Als Fußballfan, da spielt es ja keine Rolle, welcher Verein deiner ist. Wichtigste Sache ist, dass wir nicht mehr bei Sky, die es übrigens auch sehr gut überbrückt haben, Spiele anschauen müssen, von denen wir wissen, wie sie ausgehen. Und man schaut sich teilweise ein Drama nochmal an. Und hast du das gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht, ich habe mir keine Spiele angeschaut. Ich kenne aber Leute, die es gemacht haben. Echt? Und die jetzt froh sind, dass es weitergeht. Oh ja. Und wenn es ein Geisterspiel ist. Zum Abschluss verabschieden wir nicht nur uns, sondern wir verabschieden, da müssen wir kurz drüber reden, Tobi Werner noch. Wird Sportdirektor bei Carl Zeiss Jena. Ich war auch überrascht, ich gebe es zu, aber ich kann es nachvollziehen. Also Carl Zeiss Jena steht nicht gerade rosig da im Moment. Da übernimmt er schon eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe. Aber vielleicht ja genau deswegen. Genau, also er hat in persönlichen Gesprächen in den letzten Wochen betont, dass er durchaus bereit wäre, größere Aufgaben zu übernehmen. Also ich habe mit ihm telefoniert mehrmals und hat mir gesagt, dass beim FCA ist super, das gefällt ihm und das ist alles cool soweit. Aber er merkt auch, dass für ihn eine neue Aufgabe kommen könnte. Und dann habe ich, Journalist wie ich bin, natürlich nicht nachgefragt, sondern habe meinen guten Kumpel Tobi Werner einfach mal machen lassen und habe mir gedacht, okay, wirst mir dann schon sagen, wenn was ist. Gestern kam es dann so, ich wünsche ihm da alles Gute. Und der wird seinen Weg machen. Das ist ein hochintelligenter Kerl. Das Herz absolut am rechten Fleck, war für uns einer der prägenden Spieler in den letzten 20 Jahren. Fantastischer Typ, ich wünsche ihm alles Gute. Ganz genau so ist es. Noch ein Abschiedswort von dir? Ja, ich habe heute auch erfahren, dass er seine komplette Familie mitnimmt. Also die Zelte tatsächlich komplett abbricht in Augsburg. Und er war eine Identifikationsfigur beim FCA über ganz lange Jahre. Und ich wünsche Tobi Werner natürlich auch das Allerbeste. In Augsburg war für ihn einfach nicht mehr drin. Und dann ist es nur konsequent zu sagen, ich gehe einen anderen Weg. Und dann halt nächstes Jahr in der vierten Liga bei Carl Zeiss Jena. Korrigiert mich, aber Tobi ist mit am längsten da gewesen beim FC Augsburg, auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv gespielt hat mit Daniel Bayer. Kam doch, glaube ich, von Jena mit Sandor Torgele, wisst ihr es noch? Ja, Butowski, den zweitbesten Torwart, den wir je hatten. Seitdem kenne ich den Tobi. Es ist echt, also unfassbar, wie die Zeit vergeht. Das ist schon so lange her. Der kam mit Haarwuchs noch zu uns. Also mit spärlichem Kranz. Ich habe die Autogrammkarte noch. Aber er hatte zu Beginn seiner ruhmreichen Laufbahn beim FC Augsburg tatsächlich Haupthaar. Also Schütter, aber vorhanden. Ihr könnt euch übrigens den Podcast mit Tobi Werner anhören. Der ist auch bei uns im Archiv. Er war ja mal bei uns im Studio. Ist schon ein bisschen her. Hat schon fleißig erzählt. Ja, dann wünschen wir ihm alles Gute. Ich wünsche euch, lieben FCA-Fans, auch alles Gute. Wir melden uns dann wieder. Ich gehe mal davon aus, nach dem ersten Heimspielsieg gegen Wolfsburg, den wir ja alle erwarten. Und hoffentlich tritt er auch ein. Dann könnten wir alle beruhigt in das nächste Spiel gehen, ne? Was ist denn dann das nächste Spiel? Ich habe schon wieder den Überblick von... Ach ja, Paderborn zu Hause. Sechs Punkte. Alles Gute. Martin Wiesen. Ciao, danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.